Dirty Ursel grüßt meine freundesgepflegten Ego-Shooters G-Sports und präsentiert euch heute ein Herrschaftsspiel auf der schmutzigen Karte Firing Range. Mit dabei, wie versprochen, die MPL mit dem Griff. Das Urselchen ist auch wieder mit am Start. Für diejenigen, die es in dem letzten Video vermisst haben, ich habe heute dabei Plünderer Pro, Flinkheit Pro und die taktische Maske Pro. Abschussserienbelohnungen sind heute auf der 3, das Spionageflugzeug auf der 5, der Dirty Ursel Napalmteppich und auf der 9, der Chopper Gunner. Ja, wir steigen direkt hier ein. Ich spiele hier mit den schmutzigen Jungs, dem DNO-Clan, aber Ohren gespitzt. Es ist auch ein schmutziges Mädchen dabei. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Mädel hat es geschafft, in den DNO-Clan zu kommen. Also, bitte DNO-Leute, DNOs, bitte jetzt nicht den ganzen Bildschirm voll sabbern. Spammt sie nicht zu, nur so am Rande. Wir spielen hier eine knackige Runde Herrschaft, wie ihr seht. Wir haben alle 3 Punkte schon eingenommen. Wir wollten eigentlich zu 0 spielen, hatten das noch gesehen, dass der Gegner relativ spät A eingenommen hat. Und da wir jetzt hier 3 Punkte schon haben, haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir es dem Gegner richtig schwer. Wir halten die Flaggen jetzt und hindern den Gegner daran, noch irgendeine Fahne zu erobern. Das hat wunderbar geklappt. Wir haben hier wunderbar miteinander harmoniert, haben uns abgesprochen. Demnach haben 2 Leute bei A, 2 Leute bei B und 2 Leute bei C verteidigt. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Wir haben hier ein paar Stündchen gespielt, ein paar Runden auch zusammen gespielt. Und so habe ich mir das Ganze hier auch vorgestellt. Und das war richtig klasse. Generell muss ich dazu sagen, dass hier die 3-Flaggen-Strategie eine sehr aggressive Domination-Herrschaftsstrategie ist. Sie ist auch sehr gefährlich, weil man hier auch sehr schnell 2 oder 3 Fahnen gleichzeitig wieder verlieren kann. Ich bin eigentlich ein Freund von der 2-Flaggen-Strategie, weil man diese besser kontrollieren kann. Man kann den Gegner besser kontrollieren. Man kann ihn besser dominieren und beherrschen. Man hat mehr Einfluss auf den Spielverlauf. Und man weiß auch, wo er spawnt. Hat man 3 Flaggen, ist es immer ein bisschen kritisch. Er kann quasi überall spawnen, in jedem Kartenbereich, wo die Spawns liegen. Und da kann er sehr schnell in den Rücken fallen. Und das ist halt das Gefährliche daran. Deswegen empfehle ich euch generell die 2-Flaggen-Strategie, wenn ihr zusammenspielt. Unabhängig davon möchte ich euch natürlich auch sagen, dass es in Bezug auf den DNO-Clan und der Bewerbung natürlich ihr ganz anders spielen sollt. Ihr sollt die Flaggen erobern, das heißt, die 2-Flaggen-Strategie möchte ich natürlich von euch nicht sehen. Die ist hier über Bord geworfen. Ihr sollt einnehmen, ihr sollt den Dirty-Objective-Schalter umstellen und dementsprechend auch Dirty spielen und mir zeigen, dass ihr unbedingt in diesen Clan wollt. Und dies nur so für eure Information, damit ihr das wisst. Nicht, dass ihr dann anfangt, auch so zu spielen, das will ich nicht sehen. So spielen wir hinterher, wenn wir zusammen in der Lobby sind und zusammenspielen. Nur als Information für euch. Dann möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar hatte ich ja nochmal im letzten Video die KD angesprochen. Und hier möchte ich nochmal generell was klarstellen. Nicht, dass der eine oder andere es falsch verstanden hat, aber ich meine nicht, und das habe ich auch nicht gesagt, dass jeder Spieler, der eine KD von 4 hat, automatisch ein Camper ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Sondern ich habe gesagt, dass es eine persönliche Erfahrung von mir ist, dass die Leute, die eine höhere KD haben, zum Beispiel 4, in irgendwelchen Ecken rumgehangen haben, wenn sie bei mir in der Lobby waren und gegen mich gespielt haben. Das waren auch Leute, die dann gesehen haben, wo das nicht funktionierte, das Spiel auch hinterher verlassen haben. Das möchte ich auch nur mal so klarstellen. Und eins möchte ich auch noch klarstellen, dass die Dinge bitte nicht aus dem Zusammenhang gegriffen werden, sondern auch die Videos angesehen werden, damit die anderen auch wissen, worum es mir hier geht, weil ich bin auch nicht jemand, der sich hier hinstellt, als hätte er das Spiel erfunden. Ganz im Gegenteil, ich versuche hier was ganz anderes zu vermitteln. Wie ihr seht, habe ich hier auch am Anfang 2, 3 Fails gehabt, wo andere vielleicht sagen würden, das Video würde ich hier nicht mehr auf YouTube hochladen. Das ist für mich aber völlig egal, darum geht es mir gar nicht. Ich will hier was ganz anderes vermitteln, das wissen die meisten auch. Nur für die, die auch da neu zustoßen, auch dieses Video eine Frage der KD gesehen habe, dass es mir hier nicht um Ruhm geht, dass es nicht mehr darum geht, in irgendeiner Weise berühmt zu werden, nur oder ich nicht den Skill habe und deswegen wie Dirty, wie Objective mache, das ganze Projekt, sondern es geht mir, wie ihr wisst, um einen anderen Hintergrund,
es geht mir einfach darum, Spaß zu vermitteln, euch zusammenzuführen, Leute, dass die Leute nicht mehr alleine spielen wollt. Das wisst ihr zu genügend, das habe ich oft genug wiederholt, das möchte ich aber nur nochmal betonen. Und mir ist es völlig gleichgültig, wenn ich da mal auch irgendwelche Fails habe, das ist menschlich, das passiert mir nur mal einfach zwischendurch, da ärgere ich mich selber drüber, aber da muss ich einfach auch von mir aus selber mal ein bisschen mehr Zielwasser trinken, das ist einfach so eine Tagesform teilweise. Und ich glaube, jeder hat einfach mal ein paar schlechte Tage, wo es einfach nicht so funktioniert. Hier an diesem Tag war es so, dass ich generell am Anfang irgendwie 0-2 hinten lag. Das stört mich aber nicht. Ich würde auch ganz andere Videos hochladen, wo ich auf die Fresse kriege. Ich denke aber, dass es insgesamt auch schöner anzuschauen ist. Ich will euch nichts vormachen, es ist ein Ballerspiel, es geht nur mal um Kills hier in dem Spiel. Ich mache auch so meine Kills, aber ich mache es insgesamt auf eine andere Art und Weise, versuche es auf eine andere Art und Weise euch zu zeigen. Den Objective, Dirty Objective Style. In diesem Sinne, bleibt dirty und bis bald.